Erstens, Bankkonten in Steueroasen sind das Bargeld des reichen Mannes. Bargeld, es ist geprägte Freiheit, hat Dostojewski gesagt, und zwar sehr zu Recht. Wenn ich mein Geld als Bargeld, als Scheine und Münzen verwahre, schütze ich es vor staatlicher Willkür, ich schütze es vor Übergriffen, ich schütze es davor, dass es in der virtuellen Welt einfach per Mausklick verschwindet. Und genau das Gleiche gilt halt auch für Geld, das in Steueroasen geparkt wird von Leuten, die einfach zu viel Geld haben, als dass es sich im Matratzen- oder Wandtresor unterbringen ließe. Es kann auch sehr legitimes, es kann sehr legales Geld sein, wie zum Beispiel bei David Cameron, der angeblich erwischt wurde mit einem Offshore-Konto, was dann aber, wie sich herausstellte, völlig legales Geld war, was völlig legal versteuert worden ist. Zweitens, Steueroasen schützen Bürger in autoritären Regimen. Steueroasen hätten schon dann ihren Sinn, wenn überall westliche liberale Demokratien auf der Welt existierten. Die Wirklichkeit ist ja nur eine andere. Es breiten sich autoritäre Regime aus, überall auf der Welt, in der Türkei, in Russland, natürlich auch in China. Was machen autoritäre Regime, wenn sie ihre Bürger nicht selber hart abwerben können? Die ziehen das Vermögen ein. So zum Beispiel passiert bei Herrn Khodorkovsky in Russland unter Putin. Daher ist es gut, Steueroasen zu haben und sei es nur als Zufluchtsort dieser Menschen aus diesen Ländern. Und drittens, und das gilt uns alle an, auch als normaler Steuerzahler, Steueroasen bieten einen Schutz vor der Gier der Finanzminister. Alle Finanzminister der Welt wollen möglichst wenig Bankgeheimnis, möglichst wenig Steuergeheimnis und am liebsten ein weltweites Kartell mit einheitlichen Steuersätzen oder Mindeststeuersätzen auf möglichst vielen Steuerarten, denen man möglichst schlecht entrinnen kann. Und das ganze Problem wird auch nur noch schlimmer werden, nämlich dann, wenn die demografische Alterung einsetzt, wenn es schwieriger wird, die Sozialstaaten zu finanzieren. Deshalb ist es gut, wenn man ein Korrektiv hat in Form von Steueroasen. Steueroasen, gut, dass es sie gibt. Wenn es sie nicht gäbe, sollten sie erfunden werden.